Müller alias MC Alcatraz, Sie werden der vorsätzlichen Falschaussage bezichtigt. Möchten Sie sich zu diesem Vorwurf äußern? Hey Lady, MC Alcatraz muss nichts sagen, Mann. Er muss gestoppt werden, sonst kommt er wieder gangster-stylisch aus Tasch. Wie bitte? Mein Mandant sagt, er ist ein Gangster. Oh. Tja, das werden wir herausfinden. Ich bitte Sie nur, Herr Müller, sprechen Sie so, dass wir Sie alle verstehen. Ey, Bitch-Pussy, flash mich weg, Mann. Tust du nur die tightesten Skills, dann komm ich fresh an den Start. Was meinen Sie? Mein Mandant sagt, ja. Also gut, Herr Müller, schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Hä? MC Alcatraz, kick die real Scheiße und nichts als die real Scheiße, so wahr dich Puff Daddy Feature. Auf jetzt, Alter! Ich bounce richtig real und feier mit den Burner Flash, ihr Hongs. Reit? Herr Staatsanwalt, bringen wir das hier schnell zu Ende. Was für ein Strafmaß halten Sie für angemessen? Nun, es handelt sich hier um einen minderschweren Fall. Ich beantrage daher eine Ordnungsstrafe in Höhe von 100 Euro. Mhm. Ey, nur 100 Bucks cashen? Ey, das turnt doch nicht! Ja, Sie möchten etwas dazu sagen? Hä? Mit welchen Punchlines willst du fronten? Ja, nur 100 Bucks cashen, das turnt auf keinsten. Das kommt nicht Jiggy Gangster-like, ne? Ja, ihr Bitch-Pussy, ich lebe den Hardcore-Motherfucking-Gangster-Shit. Ja, nun, Frau Bitch-Pussy, wie bitte? Frau Richterin, mein Mandant wünscht sich eine hohe Gefängnisstrafe. Ja, es tut mir leid, aber eine hohe Gefängnisstrafe kann man sich nicht durch Falschaussagen erzwingen. Die muss man sich ehrlich erarbeiten. Herr Müller, ich verurteile Sie hiermit zu 100 Bucks, Euro. Die Verhandlung ist geschlossen. 100 Euro? Das finde ich jetzt aber auch etwas zu wenig. Tja, hat mich nicht geflasht, der Homie.